Scheiße! Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part der HSV-Karriere. Der erste, der begonnen wird als Erstligist quasi. Wir sind zurück im Oberhaus, wie ich das eben schon in der letzten Folge formuliert habe. Und haben uns einiges vorgenommen. Mein Ziel in der Saison ist eigentlich, den Abstieg zu vermeiden, aber da ich meine FIFA-Skills kenne, ist mein Ziel Mittelfeldplatz. Mal gucken. Ich bin selber gespannt, wie spannend das hier wird. Wir können erstmal reinstarten in die Teamzentrale, wen wir da loswerden wollen, wen nicht. Und Up- und Downgrades mache ich natürlich auch noch, stimmt. Das hätte ich fast vergessen. Ja, wir gehen erstmal rein hier. So, nach Marktwert. Ito mit 17 Millionen, der Beste, hätte ich nicht gedacht. Ab danach möchte ich auf jeden Fall nicht verkaufen. Ab Papadopoulos ist auf der Transferliste, Stendera möchte ich auch halten. Chairo könnte man sich überlegen, ihn zu verkaufen. Ich setze ihn mal drauf, aber eigentlich als Backup auch ein mega guter Mann. Gideon Jung kann man halten, eine Reihe. Bobby Wood könnte man halten oder eventuell auch abgeben. Ich setze ihn mal drauf. Vielleicht kommt ja was Passendes rein. Pollersbeck, Van Drongelen, Traoré. Da will ich vielleicht einen neuen, weil da war ich nicht allzu zufrieden, muss ich sagen. Edgar Pripp ist eine Maschine, den ich behalten auf jeden Fall. Moritz kann auch bleiben, Fischer auch so. Meinar. Ich setze ihn mal wieder drauf, vielleicht kann ich ihn wieder abgeben. Braun könnte man auf die Leihliste setzen. Georgen haben wir gar nicht mehr, der ist gleich weg, stimmt. Steinmann bleibt, Janicic können wir mal verleihen, David auch verleihen. Porat ist wieder da, den will ich eigentlich nicht verleihen. Den können wir ja vielleicht mal spielen lassen, Winsheimer verkaufen, tut mir leid, aber bringt gar nichts. Baku kann auch auf die Transferliste, Ferrati auch erstmal. Das heißt natürlich nicht, dass ich die alle abgebe, so ist nicht, ne? Aber, mal gucken. Und Meier auf die Leihliste und Behrens ist eigentlich nicht nötig. So, erstmal. Und da wir jetzt schon soweit sind, mache ich jetzt gleich die Upgrades. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis denn. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, das ist jetzt in der gleichen Folge noch mit drin. Ja, ich habe mal ein paar Sachen angepasst. Die erste Sache, die ich angepasst habe, ist unser Transferbudget. Das habe ich auf 13,13 Millionen verändert. Ich fand es einfach zu viel, 36 Millionen. Also ganz ehrlich, sorry, aber das mache ich nicht mit. Das ist absolut krank. Außerdem habe ich auch die Spielerwerte ein wenig angepasst. Sogar von 74 auf 77. Ito habe ich gelassen, Stendera auf eine 78 von der 76, Holtby auf eine 78 von der 76, Narei von der 73 auf die 76, glaube ich. Und ansonsten ist aber eigentlich alles so geblieben, sonst habe ich die Werte nicht angepasst. Und wir starten jetzt auf jeden Fall rein in die Transferphase. Ich werde auf jeden Fall ein Vorbereitungsturnier sogar selber spielen, aber ich werde das Geld nicht in der Höhe annehmen, in der wir es angeboten bekommen werden. Ich werde es höchstens so machen, dass wir 2 Millionen Euro verdienen können, quasi 1 Million, indem wir die Gruppenphase überstehen, dann 1,5, indem wir das Finale gewinnen und 2, indem wir das Finale auch noch gewinnen. 1,5, indem wir das Finale gewinnen und 2, indem wir das Finale auch noch gewinnen. Habe ich ihm gesagt? Ach, egal. Wir gucken erstmal nach England würde, glaube ich, keinen Sinn machen, in die Niederlande schon ein wenig mehr, von daher auf geht's in die Niederlande für uns. Die Position, wo ich am liebsten was machen würde, ist Rechtsverteidiger auf jeden Fall. Traoré gefällt mir nicht so, muss ich leider sagen. Und auf der 10, Stendera würde ich gerne zurückziehen und dann einen richtigen 10er dahinstellen, aber momentan ist Stendera noch der 10er. Kann das auch, aber da hätte ich eigentlich gerne einen anderen Papadopoulos vielleicht verkaufen und dann mal gucken, was wir in der Innenverteidigung machen. Ja, auf jeden Fall noch einen Ersatzmann.
nachholen. Wagnermann haben wir hier als Ersatz. Sonst passt das eigentlich. Wir gucken erstmal, wer alles so auf uns zukommt, würde ich sagen. So, hier kriegen wir auch diese Nachricht mit Erhöhung des Transferbudgets. Es wären eigentlich 19,9 gewesen, aber ja, sie haben es auf 36,13 angehoben. Aufgrund der Leistungen von der letzten Saison, aber das lasse ich nicht so einfach mit mir machen. Vielleicht findet das ein bisschen bescheuert, aber ich finde schon, dass es Sinn macht. So, erstmal haben wir wieder zwei Angebote. Eins für Lasogga, den möchte ich aber auf keinen Fall gehen lassen. Und für Kyriakos Papadopoulos, der eine richtig starke Saison gespielt hat. Verhandeln wir mal. Simeone zu Gast in Hamburg. Also die 16 Millionen würde ich schon gerne rausholen, wenn ich ehrlich bin. 16,5. Nope. Transferangebot für Luis Holtby. Auch den möchte ich behalten, das ist unser Kapitän, Mensch. Den verkaufe ich doch nicht. So, wer wird uns denn alles vorgeschlagen? Stenzel von Freiburg. Mal scouten. Cedric Soares, würde mich auch interessieren, von Stuttgart. Ist die Frage, ob er jetzt erst gekommen ist oder schon länger da ist. So, Arp möchte gerne spielen. Ja, darf er auch in diesem Testspiel hier. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich ein Testspiel mache seit Ewigkeiten. Ich stelle mal eben um. So, mit der Aufstellung gehen wir rein. Eigentlich habe ich nicht viel gemacht, außer Fischer und Jung in die Innenverteidigung zu tun. Wagnermann auf rechts, der kann nämlich auch Rechtsverteidiger, sehe ich gerade. Ist sogar Rechtsfuß. Also mal gucken, wie der sich macht. Falke im Tor, auf der Bank haben wir Janicic, Porat, Ferrati, Lasogga, Braun, Jairo und Maina. Also, so können wir reingehen gegen Huddersfield. Testspiel in den Niederlanden um die Champions Trophy. Ja, mal gucken, wie wir uns so machen. Mit den neuen Einstellungen ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Let's go. Ecke Sandera. In der Mitte steht Fischer. Erster Ballkontakt im Spiel von Dennis Fischer. 1:0 und sein erstes Tor für uns. Der Mann ist wirklich ein richtig, richtig guter Spieler. Gut gespielt, wir müssen rausrücken. Und da ist der Schuss und der landet im Netz. Ja, und da sieht man, dass ich das hochgestellt habe mit der Genauigkeit der Schüsse. Payne mit dem Treffer. Oh, Gelbrett spielt bei Huddersfield, das wusste ich auch nicht. Zumindest hier in der Karriere. Ito, Holtby. Ito zieht nach innen. Tatsuya Ito, versucht's mal. Aber der geht relativ weit vorbei. Sendera, guter Ball. Ito. Ah, da wollte ich wieder zu viel mit Ito. Ah, Prip. Versucht's einfach mal. Gute Chance, Edgar Prip. Ja, gut gespielt von Huddersfield. Flanke kommt, aber ungenau. Aber dann ein Riesenfehler von mir, aber Falke kann sich mal auszeichnen. Mantalos. Wagnermann macht das stark da auf der Rechtsverteidigerseite. Narei. Sendera. Tatsuya Ito! Und Coleman mit einer ganz komischen Parade. Und ich wechsle mal eben, auch wenn der Ball gerade eh nicht im Haus ist. Aber wir machen mal ein bisschen was. Maina. Porat. Porat galt damals als ganz, ganz großes Talent. Hat es dann leider nicht ganz so geschafft aufgrund einer Verletzung, glaube ich. Mal sehen, wie er bei uns performt. Das ist halt das Coole bei uns. Nur weil er schlechtes Potenzial hat, heißt das nicht, dass er schlecht ist. Huch, beziehungsweise keine Chance bei uns hat. Bei uns hat er genau noch so eine Chance, irgendwie wieder zu einem großen Spieler zu werden. Lasogga gut für Ito. Ito! Hat da nicht genug Gefühl im Fuß und luft ihn zu weit übers Tor. Jetzt wechseln wir dreimal. Ito geht unter anderem raus. Ganz schön viele Leistungsträger auch. Lasogga, Maina steht nicht im Abseits. Macht das erste Tor für uns, glaube ich. Ich glaube, der hat auch nicht getroffen insgesamt. Nochmal ein Angriff von Huddersfield. Stark von Fischer. Und das war's. Wir gewinnen das Spiel mit 2:1. Und ja, war doch ein ganz guter Test, muss ich sagen. Lief ganz gut. Wir warten erstmal, ob irgendwas passiert bei uns, bevor wir selber tätig werden. Angebot für David zu Laie. Das werde ich, denke ich, annehmen. Middlesbrough, ja, zweite englische Liga. Ich mach's erstmal. Vielleicht hole ich ihn zurück, wenn es nicht klappt. Und Atletico Mineiro möchte Moritz verpflichten. Das muss ich aber leider ablehnen, weil ich es unrealistisch finde. Sonst wäre ich auf jeden Fall auf die Verhandlungen eingegangen. Aber
nicht um den Realismuspreis. Vielleicht lasse ich auch Wagnermann einfach den Rechtsverteidiger machen, ich weiß es noch nicht genau. Ja, um einen Stürmer möchte ich mich trotzdem gerne kümmern, auch wenn wir ihn eigentlich nicht unbedingt brauchen, weil wir Arp und Lasogga haben. Aber Felix Platter hat es mir irgendwie immer angetan, ich weiß nicht warum. Und wir versuchen ihn nach Hamburg zu lotsen. 4,4. Boah, jetzt benötigen wir die Bedenkzeit, ey. Okay. Dann halt nicht. Wenn ihr Penner nicht wollt. So, nächster Test ist gegen Chievo Verona aus Italien. Da spielt Gianluca Godino, wenn ich mich nicht irre. So gehen wir heute tatsächlich mal in die Partie. Es wirkt ein bisschen komisch teilweise. Narei auf der Linksverteidigerposition, aber er kann Rechtsverteidiger spielen. Von daher macht heute mal den Linksverteidiger, vor allem weil er schwacher Fuß auch noch 5 Sterne hat. Porat dann vor ihm. Er hätte Baku noch spielen können, aber sonst. Holtby und Prip auf der 6. Jairo auf der 10, weil ich da momentan einfach keinen anderen für habe. Doch, ich könnte David spielen lassen, aber nee. Braun über außen kriegt seine Chance und Lasogga im Sturm. Muss ich noch die Anweisung geben, dass er bitte in der Mitte bleibt, jawohl. So kann es reingehen gegen Chievo Verona. Ach, und Pollersbeck bekommt natürlich seine Chance. Ich will die Torhüter abwechselnd einsetzen, um mal zu gucken, wer besser ist und wer vielleicht in die Saison startet. So, Test gegen Verona. Ihr braucht allerdings keine Angst haben. Bei mir wird eine Reihe nicht oft Linksverteidiger spielen. Das macht er jetzt eigentlich nur aus der Not heraus mal. Holtby und Braun alleine vorm Torwart von Verona und er macht ihn nicht. Ist der Linksfuß oder Rechtsfuß? Das würde mich mal interessieren. Es sieht nach Linksfuß aus, so wie er den da geschossen hat. Lasogga, Fischer legt rüber. Drüben ist Porat. 1:0 für uns. In der 13. Minute Finn Porat bringt uns in Führung. Na, ja, der macht bisher auch einen ganz guten Eindruck, muss ich sagen. Kriegt das Tor hier aufgelegt von Fischer. Nicht von Fischer, von Braun. Ich komme mit den Namen durcheinander, weil es alles so typisch deutsche Namen sind. Aber er steht richtig und den muss er natürlich reinmachen. Alles andere wäre jetzt auch Bakary-Jatta-Style gewesen. No front an Jatta an dieser Stelle. Doch ein kleiner schon. Porat nimmt Narei mit. Der mal als Linksverteidiger nach vorne läuft. In der Mitte Lasogga. 2:0. 30. Minute. Huch, jetzt habe ich gegen das Mikro geschlagen. Tut mir leid. Ja, vielleicht habe ich es auch rausgeschnitten, dass man es hört. Oh, Flanke kommt. Und Traoré macht es gefährlich. Aber klärt. Und der Anschluss von Chievo Verona. Keine Chance für Pollersbeck. Nicht mal ansatzweise. Giacchierini mit dem Anschluss 2:1 nur noch. Oh, stark gespielt. Jetzt muss Pollersbeck zeigen, was er kann. Tut er leider nicht. Es steht 2:2 zur Halbzeit. Verona schafft doch noch den Ausgleich. War er da noch dran? Sah irgendwie so aus. Aber ich bin mir nicht sicher. Weiter geht's. Zweite Halbzeit. Wir haben relativ fleißig gewechselt. Bates ist unter anderem drin, das erste Mal, dass er unter meiner Regentschaft spielt. Durch Narei. Und Lasogga in der Mitte. Ecken sind overpowered in diesem Jahr. Pierre-Michel Lasogga macht ihn in der 55. Minute rein. Wir gehen wieder in Führung. Und er ist immer noch die alte Tormaschine. Und die gute Chance. Und Pollersbeck ist schnell unten. Aber Porat hat gut gespielt, muss ich sagen. Bin zufrieden mit dem jungen Mann. Jetzt vierfach Wechsel bei uns. Sehr, sehr ungewöhnlich, aber ist halt ein Vorbereitungsturnier. Pollersbeck hält ihn und macht einen Riesenfehler. Ach du Scheiße. Und Birsa ist da und nutzt es aus. Riesenaussetzer von Pollersbeck. Klar, den musste ich mir eigentlich auf die Kappe schreiben, aber da wir es realistisch machen, ist es Pollersbecks Fehler. Boah, ist das ärgerlich. Da wollte ich es schnell machen. Und dann steht Birsa genau richtig. Und wir bringen die Ecke über Ferrati rein. In der Mitte ist Windsheimer. Da wird er doch zum zweiten Lasogga oder was? Setzt sich im Kopfball gut durch.
Macht aber nichts draus. So, das war's. Wir trennen uns von Chievo Verona mit 3:3. Ja, war ein ordentlicher Test. Hat einige Sachen aufgezeigt. Porat mit einer starken Leistung. Auch Narei als Linksverteidiger richtig stark. 2 Tore hat er vorbereitet als Linksverteidiger. Meine Güte. Ansonsten, wer war denn sonst noch stark? Braun hat echt gut gespielt. Pollersbeck natürlich mit einem Riesenfehler. Das wirft ihn ein bisschen zurück im Kampf um Platz 1. Aber sonst bin ich zufrieden. Galatasaray gewinnt 3:1 gegen Huddersfield. Dementsprechend sind wir so gut wie weiter. Spieler verletzt, Papadopoulos fällt für 3 Wochen aus. Wir müssen ihn wirklich loswerden. Der ist wirklich verletzungsanfällig. Und sie wollen immer noch 5,2. Das ist mir zu viel, Mensch. Merkt das nicht. 4,5. Jetzt sind sie mit zufrieden. Und dann versuche ich Felix Platte zu uns zu holen. Und 20.000 pro Woche kriegt er. Und dementsprechend haben wir tatsächlich einen Spieler verpflichtet. Und zwar Felix Platte. Oh scheiße, jetzt habe ich Platte zum Topverdiener gemacht bei uns. Das geht ja eigentlich gar nicht. Ja gut, das ist jetzt ungünstig gelaufen. Angebot für Ferrati von Club Atletico San Martin. 920.000 gleich. So viel hätte ich gerne. Mal gucken, ob sich was draus entwickelt. Christopher Meyer möchte auch mal spielen gegen Galatasaray. Ja, hab es bestimmt eingewechselt. Ja, geile Trikots haben sie, muss ich sagen. Das sieht nice aus. Mit der roten Seite links und der rechten rechts. Mit der roten Seite links und der orangenen rechts. Ist schon ganz nice eigentlich. So gehen wir ins letzte Testspiel in der Gruppenphase gegen Galatasaray Istanbul. Falke wieder von Anfang an, Wagnermann auf rechts, Fischer und Jung in der Innenverteidigung und Ito über rechts und Platte gibt sein Debüt im Sturm. Von daher, let's go. So, das entscheidende Spiel in der Gruppe. Let's go, ich bin gespannt. Galatasaray ist ja wirklich der schwierigste Gegner, international bestimmt auch vertreten. Und nochmal Galatasaray, starke Grätsche von Jung und der Schuss sitzt 1:0 für Galatasaray durch Fernando. Da haben sie stark ihre Chance ausgenutzt. Riesengrätsche von Jung erst, aber Fernando steht dann auch noch frei und der Abschluss ist erste Sahne. Prip, Holtby, Ito! Sehr schön! Er macht sein erstes Tor in der Vorbereitung, fackelt nicht lange und bringt uns zurück ins Spiel hier. Erste Chance auch bei uns, sitzt. Das ist gut gespielt und Galatasaray geht zurück in Führung. Durch Tolga Cigerci. Ehemaliger Bundesligaspieler bei Hertha war, glaube ich. Die Chance für Feguli. Macht er gut und sieht hinten. Ich weiß nicht wer, aber es steht 3:1 für Galatasaray. Wir lassen uns hier ganz schön auskontern. War aber auch schön gemacht, muss ich sagen, von Feguli, der Rodriguez sieht. Und der bringt sie wieder in Führung. Ito, Narei. Abseits, schade. War aber eine gute Gelegenheit. Wurde auch schön gemacht von Ito, der den da durchlupft. Boah, ist kein Abseits. Das ist ein Bug. Ey, come on. Habt ihr die Linie gesehen? Sie war ja absolut manipuliert. Du bist scheiße! Ja, Jung, stark. Der spielt eine starke Vorbereitung, der Gideon Jung. Vor allem heute ein starkes Spiel. Stark von der Reihe. Stark gespielt. Platte auf Ito. Tatsuya Ito und auf der Linie gerettet nochmal. Ecke Holtby und Platte. Setzt sich im Kopfball durch. Vier zu eins für Galatasaray. Rodriguez. Wir bringen den guten Meier, der wollte ja unbedingt mal spielen. Meiner. Sieht in der Mitte, weiß ich nicht wen. Ab. Auf den jungen Meier. Erste Ballberührung, erste Ballaktion und er macht es. Der hat eine 59, der Junge, aber stark gemacht.
Starker Laufweg und dann macht er ihn abgekühlt rein. 2-4 nur noch. Belander und riesen Doppelparade von Falke. Ganz stark gemacht. Ja, da zeigt er, was er drauf hat. Den muss man erstmal so rausholen. Erinnert mich an die eine Doppelparade von Neuer. Ich glaube, gegen Rom war's. Aber wir sind dazwischen. Ab auf Mainar. Der oben Chairo sieht. Chairo behält das Tempo oben, trifft leider nur den Pfosten. Schade, in der zweiten Halbzeit haben wir schon einige gute Aktionen. Können sie nur nicht wirklich verwerten. Und auch Quarteng kommt zu seinem Einsatz, weil Wagner mal nicht mehr kann. Und Moritz macht den Rechtsverteidiger. Also sie können klären und das wird es gewesen sein hier in diesem Spiel. Jo, das war's. Wir verlieren mit 4-2 gegen Galatasaray Istanbul, sind hoffentlich trotzdem weiter. Werden wir gleich sehen. Kommt drauf an, ob Verona doch noch gewonnen hat oder nicht. Mainar wieder relativ stark gefühlt. Chairo auch richtig stark, der Meier auch richtig stark. Ito wieder relativ schwach, Falke stark. Obwohl er 4 Gegentore bekommen hat, finde ich, hat er eine gute Partie gemacht. Und ansonsten, ja, relativ mittelmäßig. Huddersfield gewinnt 13-0 gegen Kiel, wo Verona dementsprechend sind wir weiter. Mensch, mein Stuhl ist die ganze Zeit am Knacken, das gibt's gar nicht. Das reicht jetzt. Hör schon auf damit. Ich habe ein Problem mit meinen Drüsen. Falke erreicht die 75. Ist dementsprechend sogar stärker als Pollersbeck. Interesse an Karstorp. David wurde ausgeliehen. Leihangebot für Christopher Meyer. Gerne doch. Und wir haben uns geeinigt über einen Ferrati-Verkauf. Will ich das wirklich? Ja. Hat kaum gespielt. Wird auch diese Saison in der ersten Liga, glaube ich, kaum spielen. Von daher kann er ruhig gehen. Angebot für Holtby. Das nächste, was ich ablehnen werde. Ich will ihn nicht loswerden. Vor allem nicht an Sporting Lissabon. So, wir treffen auf den austragenden Verein. So habe ich das jetzt einfach mal bestimmt. Feyenoord Rotterdam. Es findet ja in den Niederlanden statt, von daher sage ich das einfach mal so. So starten wir rein gegen Feyenoord. Steinmann mit dem ersten Einsatz im Turnier, Bates von Anfang an und ansonsten Porat noch und sonst habe ich eigentlich fast gar nichts verändert. Von daher, let's go in der Johan Cruyff Arena. Also, Johan Cruyff Arena, Halbfinale im Vorbereitungsturnier hier. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Boetius. Und Pollersbeck. Starke Parade. Narei. Stendera. Steckt gut durch für Porat. Der sich durchsetzt. Porat. Ah, war gar nicht schlecht, der Abschlussversuch. Aber kann man natürlich mehr draus machen. Stendera legt durch. Holtby. Luis Holtby und Fährmann im Tor. Und es ist. Und es ist nicht Ralf. Ah ne, Vermeer. Vergiss es. Und dann liegen wir hinten. 1-0 Feyenoord Rotterdam durch Tornstra, glaube ich. Ah, das ist jetzt ungünstig gelaufen. Wir waren klar die beste Mannschaft bisher. Und dann macht Boetius einmal über außen Tempo. Aber richtig Tempo. Und dann steht es 1-0 für Feyenoord. Bauen. Hip. Porat, Vermeer. Schade. Gut gespielt eigentlich. Boah, Traoré ist da. Und kann nochmal retten. Jetzt nochmal Ecke Feyenoord und Pollersbeck. Stark. Muss er erstmal festhalten. Oh. Pollersbeck rettet es. Großer Fehler von mir. Dementsprechend auch wieder von Pollersbeck. Prip sieht aber auch nicht gut aus. Aber dann mit einer starken Parade rettet er es doch noch. Okay, das war jetzt Pollersbecks Fehler. 2-0 Feyenoord Rotterdam. Die haben nicht viel gemacht dieses Spiel, aber sie sind kaltschnäuzig. Traoré verliert ihn. Gut von Chairo, der den Ball wiederholt. Porat.
Braun und Vermeer im Tor. Ecke Jairo. In der Mitte ist Moritz. Anschluss. Nur noch 2 zu 1. Komm schon, gib mir nochmal den Ball. Ja, das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Und nochmal Feyenoord. Aber Pollersbeck rettet. Noch einmal. Und das war's. Wir verlieren das Halbfinalspiel mit 2 zu 1 gegen Feyenoord Rotterdam. Scheiden damit aus dem Turnier aus. Aber gut. Das hätte man gewinnen können eigentlich. Waren die bessere Mannschaft meiner Meinung nach. Ja gut, die Statistiken sagen es jetzt wieder nicht aus. Aber waren wir meiner Meinung nach. Pollersbeck hat leider wieder nicht gut gespielt, wenn ich ehrlich bin. Gibt es ein Spiel um Platz 3 eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Sehen wir gleich. Sieht nicht danach aus. Oh, Serginho sieht auf jeden Fall auch recht interessant aus. Schade, dass sie es nicht in die Champions Trophy Gruppenphase geschafft haben. Wahrscheinlich. Du bist scheiße! Transferangebot für Traoré. Hamari Traoré. Den habe ich auf jeden Fall billiger gekauft, als es mir das jetzt hier angeboten wird. Für 6,8 kann er gerne gehen. Ich bin auch am überlegen, ob Wagnermann das nicht vielleicht sogar macht. Aber dann brauchen wir trotzdem einen Ersatzrechtsverteidiger. Leihangebot für Timo Braun. Köln. So, das Ding ist, an sich, warum eigentlich nicht, aber, wen haben wir denn gerade auf Außen eigentlich? Außer Jairo, Ito und einer Reihe. Niemanden, deswegen Braun ist der Backup, der letzte, mit Porat zusammen, von daher wird er erstmal bleiben, denke ich. Transferangebot für Karl mit einer Reihe von Bournemouth, 18,5 Millionen. Ich will ihn nicht loswerden, bin ich ganz ehrlich. Aber wir gehen mal in die Verhandlungen. Wer weiß, vielleicht entwickelt sich was komplett Verrücktes. Deswegen übertreibe ich auch vollkommen mit 47,5 Millionen erstmal. Gehen sie direkt? Jawohl. Gut. Ich will die Mannschaft beieinander halten. Oh, was kann er denn? Das wäre interessant. Denn wir brauchen... Was kann er denn? Das ist interessant. 2 Meter groß. Hoffentlich kann der was. Den würde ich gerne holen. Sieht zwar nicht aus wie ein Südkoreaner, aber gut. Nordkoreaner, oder? Sogar Nordkorea, glaube ich. Kim Jong-un hat seine Finger im Spiel. So, und mein zweiter absoluter Wunschkandidat wäre Adrian. Meine Fresse, das ist wirklich in jeder Karriere ist es so, dass man ihn nicht kaufen kann, weil sie zu wenig Leute auf der Position haben. Das fuckt mich wirklich extrem ab, weil ich ihn echt gerne haben würde. So ein Kevin Stöger wäre vielleicht gar nicht so ein schlechter Mann, aber den würde ich, glaube ich, erst holen, wenn wir besser sind als Düsseldorf. Ist Düsseldorf abgestiegen? Wenn ja, dann könnte ich versuchen, ihn zu holen auf jeden Fall. Ich guck gleich mal. Serginho wäre noch eine Alternative. Kenne ich nicht und sieht ganz brauchbar aus. Das habe ich ja auch überlegt, Lukas Podolski nochmal zurück in die deutsche Bundesliga zu holen. Aber ich glaube, das lassen wir lieber. Denn wir wissen, in echt würde er nur zum 1. FC Köln zurückkehren. Von daher, nee. Ja, Düsseldorf ist in der 2. Liga, von daher wird Kevin Stöger angegangen. Kevin Stöger, 10 Millionen ist er wert. Und mal gucken, ob wir ihn irgendwie bekommen können. Sie wollen noch 13 Millionen auf Matti Steinmann drauf. Seid ihr geisteskrank? Oh nee, das ist viel zu wenig. Ja, das war ein bisschen hohl von mir. Das wird erstmal nix. Und mir fällt gerade das auf, was wir safe machen müssen. Wir müssen Wang holen. Aber volle Möhre. Ja, wir bezahlen das. Denn er ist eh 8,5 wert. So hätten wir wahrscheinlich mehr bezahlen müssen. Ja, das muss ich machen, dass der Wang zu uns kommt. Von dem halte ich auch sehr viel, muss ich sagen. Oder soll ich es machen? Nee, ich lasse es erstmal. Ich warte erstmal auf eure Kommentare. Und hole Wang nicht. Nee. VfL Wolfsburg möchte Ito haben. Nope. Auf gar keinen Fall. Meier, wieder ein Angebot zur Leihe. Rotherham United ist es diesmal. Mit denen habe ich meine Karriere gestartet. Vielleicht wird es ja was. Übereinkunft zu Traoré Verkauf. 7,5 Millionen Euro würden wir bekommen und das nehme ich an. Everton will Ito haben. Ito, 41 Millionen könnten wir verlangen. 22,79. Aber nein, danke. Angebot für Jairo sind 9,6 Millionen. Er ist 26 Jahre alt inzwischen. Es ist nicht unrealistisch.
Aber ich will ihn nicht loswerden eigentlich. Aber wir können mal verhandeln. 15,2. Oha. Jairo ist kein Stammspieler. Leute. 17 Millionen. Möchten sie nicht. Okay, gut. Bin ich cool mit. Leihangebot für Lazogger. Annehmen. Auf keinen Fall. So, Abschlussbericht zu Madaloni. LN59. Das ist enttäuschend. Ah, schade. Das ist schade drum. Trainingsverletzungen werden meiner 3 Wochen. Das war's erstmal mit diesem Part. Keine Sorge, während ich das hier aufnehme, ist noch nicht mal der Part oben, wo wir aufsteigen. Gerade ist der Part oben, wo wir in den Transfers der Winterpause in der 2. Liga sind. Wer hätte gedacht, dass das so schnell geht, oder? Egal. Das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis denne. Damit habt coole geile Boss.